Operation am offenen Herz oder Minimalinvasion mittels Katheter? Das ist nicht mehr die Frage. In Hybrid-Operationssälen werden Patienten vom Chirurgen und vom Kardiologen simultan behandelt. Fachübergreifend, im Team, um die Vorteile beider Spezialisten vereinen zu können. Doch dafür brauchen Ärzte einen Saal, der sowohl chirurgische Eingriffe als auch Maßnahmen eines Herzkatheterlabors ermöglicht. Kurz, einen sogenannten Hybrid-OP. Diese beiden Dinge werden nun kombiniert in einem Hybrid-OP. Das heißt, der Patient wird über kleine Schnitte am Herzen operiert. Aber die eigentliche Operation am Herzen erfolgt über Kathetermaßnahmen. Das heißt, für den Patienten relativ schonend und eben ohne Einsatz der Herz-Lungen-Maschine. In unserem Beispiel wird vom Chirurgen bei einem 87-jährigen Patienten eine Herzklappe künstlich ersetzt. Mit ständiger Unterstützung der Bildgebung durch einen Kardiologen. Durch ein Leistengefäß werden sowohl kardiologische als auch chirurgische Instrumente bis zum Herz geschoben, genau wie die zusammengefaltete Herzklappe selbst. Diese für den Patienten schonende Vorgehensweise ermöglicht es, mehr Menschen zu behandeln. Wir sollten diese neue Strategie den Patienten vorbehalten, die nicht geeignet sind und ein zu hohes Risiko haben für die konventionelle Behandlung, zum Beispiel den Wechsel einer Herzklappe mittels Herz-Lungen-Maschine. Dafür ist diese neue Technik sehr geeignet, denn wir haben gesehen, dass wir Patienten, die wir auf diesem Wege behandeln, die andernfalls nicht behandelt worden wären, deutlich symptomärmer machen und ihnen auch das Leben damit verlängern können. Im besten Fall geht es dieser Patientengruppe nach dem Eingriff so viel besser, dass sie trotz zuvor deutlich verkürzter Lebensprognose hinterher statistisch wieder genauso lange leben wie vergleichbar alte, gesunde Menschen.